Hallo und herzlich willkommen auf Gerelda.de. Schauen wir uns nun ein weiteres Video an zum Thema Kombinatorik, also Teil der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In der Kombinatorik geht es darum, zu erkunden, wie viele Möglichkeiten oder wie viele verschiedene Ausgänge es bei einem Zufallsexperiment gibt. Nehmen wir einfach mal das Lotto heraus als Beispiel. Es werden 49 Kugeln, die beschriftet sind mit den Werten 1 bis 49, in einen Topf, in einen Lostopf reingepackt und 6 Stück werden rein herausgezogen. Beim Lotto werden die Kugeln, die rausgezogen werden, nicht wieder reingelegt. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie viele verschiedene Möglichkeiten, also wie viele verschiedene Zahlenkombinationen gibt es dann? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn wir einmal eine dieser Zahlenkombinationen tippen, auch tatsächlich diese 6 richtige erraten. Die zweite Frage ist, jetzt können wir uns vorstellen, das Lotto ein bisschen abzuwandeln, und zwar, dass wenn die Kugel gezogen wird, zum Beispiel jetzt die 17 gezogen, dass ich die dann nicht einfach nebendran liegen lasse in diesem Fach, sondern dass ich sie einfach nehme und wieder reintue. Das heißt, dass mehrmals die gleiche Zahl vorkommen könnte. Wie sieht es dann aus mit der Anzahl der Möglichkeiten? Schauen wir uns erstmal den ersten Fall an. Das klassische Lotto 6 aus 49. Stellen wir uns mal, wir holen die erste Kugel raus. Da haben wir 49 verschiedene Möglichkeiten. Also eben die Kugeln 1 bis 49. Dann kommt die zweite Kugel. Naja, eine Kugel ist schon draußen. Da sind 48 noch drin. Von diesen 48 kann man die beliebig mit dieser ersten Kugel kombinieren. Also 49 mal 48. Die dritte Kugel, logischerweise noch 47 drin. Also noch 47 Möglichkeiten dran multipliziert. Hier und so weiter, bis wir eben 6 Kugeln gezogen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun, jetzt wissen wir also die Möglichkeiten der verschiedenen Kugeln. Allerdings ist es ja nicht wichtig, welche Kugel zuerst gekommen ist. Ja? Ob das jetzt zuerst zum Beispiel die 17 und dann die 42 gekommen ist, oder erst die 42 und dann die 17, das spielt für unser Ergebnis letztendlich keine Rolle. Also die Reihenfolge ist egal. Das heißt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die, wenn ich die Reihenfolge betrachte, als verschiedene Möglichkeiten erscheinen. Aber für unser Ergebnis, ob wir 6 richtige haben, das gleiche Ergebnis ist. Ja? Also zum Beispiel, wenn jetzt hier 17, 42, 6, 2, 5, 1 steht, das ist das gleiche wie 42, 17, 6, 2, 5, 1. Und diese Möglichkeit muss ich zusammenfassen, indem ich alle diese gleichen Möglichkeiten noch dividiere. Das ist die Frage, ja. Wie viele Möglichkeiten habe ich, 6 Zahlen auf diese 6 Kugeln zu verteilen? Nun, bei der ersten habe ich noch die Auswahl zwischen allen 6 Zahlen, die ich habe. Dann ist die erste verbraucht, dann habe ich noch 5 übrig. Das heißt, es sind noch 5 Möglichkeiten für die zweite Kugel. Dann noch 4 Möglichkeiten für die dritte Kugel. 3 Möglichkeiten für die zweite Kugel, 2 Möglichkeiten für die. Und die letzte ist dann völlig logisch, das muss die übrig bleibende Zahl sein. Das heißt, ich muss noch teilen durch die Möglichkeit 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und genau das, was hier steht, das ist der Binomialkoeffizient 49 über 6. Ich habe den Binomialkoeffizient schon in einem anderen Video erklärt. Wenn ihr das nicht mehr genau wisst, könnt ihr nachschauen. Auf jeden Fall, die Formel allgemein ist n über k, n-Fakultät geteilt durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Das ist die Formel, mit der ich immer die Möglichkeiten herausfinden kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht mehr 6 aus 49 hätte, sondern in einem anderen Land ein Lotto gäbe, zum Beispiel mit 100 Kugeln und da jetzt 4 rausgezogen werden, dann hätte ich jetzt hier nicht 49 über 6, sondern 100 über 4. Ich kann das mal einsetzen, ob das stimmt. Setze hier mal 49 über 6 ein. Als N-Fakultät ist 49-Fakultät. Geteilt durch K-Fakultät, das ist 43. Nein, Entschuldigung, das ist 6-Fakultät. Und N minus K, 49 minus 6, das ist 43-Fakultät. Und wenn ich das jetzt hier anschaue, das ist 49 mal 48 mal 47 mal 46 mal 45 mal 44 mal 43 mal 42 und so weiter bis mal 1. Und hier unten steht 6 Fakultät, also 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und jetzt mal 43 mal 42 und so weiter. 43 mal 42 mal 41 bis mal 1. Und jetzt sehe ich, wenn wir eine ganze Menge kürzen. Alles hier ab 43 steht in Zähler und in Nenner. Und jetzt schau, was ich hier stehen habe. 49 mal 48 bis 44 und hier unten 6
mal 5 bis 1. Und genau das ist das, was Sie hier haben. Also, diese Formel mit n und k hilft uns, die Anzahl der Möglichkeiten herauszufinden. Ich muss nur schauen, was ist n, also wie viele Kugeln sind insgesamt drin, 49, und wie viele ziehe ich raus? Das sind 6. N gleich 49 und k gleich 6. Wie sieht es aus? Wie groß ist diese Zahl? Das kann ich jetzt noch ausrechnen. Wenn ich die ganze Zahl hier oben multipliziere und dann durch diese Zahl hier dividiere und ich bekomme dann eine Zahl von 13.983 und 816. So viele verschiedene Kombinationen gibt es also bei unserem deutschen Lotto. Die Wahrscheinlichkeit für 6 richtige, nur ein einziges Mal tippen, ist dann auch logisch. Und zwar 1 geteilt durch diese Zahl, also etwa 1 zu knapp 14 Millionen ist es wahrscheinlich, dass wir exakt die 6 richtigen tippen. Das ist eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. Wenn dann noch die Zusatzzahl dazu kommt, die ja zwischen 1 und 10, ja, zwischen 1 und 10 liegt, dann hätten wir hier nochmal 10 weitere Möglichkeiten, das heißt, wir hätten 139 Millionen. Dann würde sich das Ganze nochmal verringern. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt zurücklegen müssten? Also mit zurücklegen. Das heißt, wahrscheinlich, wenn sich dann die Möglichkeiten hier vervielfachen, dass dann auch die Anzahl der Möglichkeiten deutlich steigen müsste. Wir werden es gleich mal überprüfen. Und dafür gibt es auch eine Formel, die ich jetzt einfach mal vorgebe, die heißt n plus k minus 1 über k. Wo das jetzt genau herkommt und wie sich das ausrechnen lässt, das ist recht kompliziert und das wird auch in der Schulmathematik kaum verwendet. Aber ihr solltet die Formel vielleicht kennen, wenn ihr wissen wollt, wie das ist, wenn man die Kugeln zurücklegt. Also schauen wir das mal an. Wir hätten in diesem Fall n, das ist 49, plus k, plus 6, minus 1, durch, das heißt über 6. Das heißt, es steht 55 minus 1, 54 über 6. Auch das kann ich wieder ausrechnen, mit Hilfe der Form, die hier steht. Das heißt, wäre 54 Fakultät durch 6 Fakultät mal 54 minus 6 Fakultät, 48 Fakultät. Das kann man Taschenrechner eingeben und es kommt raus 25 Millionen. 827 und 165, also 25.827.165. Wir sehen, die Anzahl der Möglichkeiten hat sich deutlich erhöht, hat sich fast verdoppelt, aber nicht ganz. Und natürlich ist es logisch, weil wir natürlich viele verschiedene Möglichkeiten haben, wenn die Zahl zwei- oder dreimal die gleiche Zahl vorkommen darf. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.lirella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.